tänzerische Leichtigkeit, gymnastische Eleganz und ein internationales Aufgebot vom Allerfeinsten. Mit der zweiten Auflage des Berlin Team Masters des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes nimmt die rhythmische Sportgymnastik in der Hauptstadt weiter an Fahrt auf. We get to represent my entire team and it really means a lot to all of us as like an effort to try to showcase what we've been working for so long. Die Gymnastinnen des Bundesstützpunktes Berlin wirbeln den Wettkampf im Horst-Korber-Sportzentrum mächtig durch. Denn in 3 von 4 Handgeräten sichern sie sich die höchste Punktzahl und krönen sich damit wortwörtlich zu den Siegerinnen des Berlin Team Masters. Einen großen Anteil an diesem großartigen Erfolg hat Nele Arndt, die das Team neben Marta Strihanyu sowie Polina Denisajak anführt und das Kampfgericht in ihren Bann zieht. Es ist auf jeden Fall ein Erfolg für uns alle und ich glaube, es ist auch unvergesslich, hier einen Heimsieg zu gewinnen. Ebenfalls am Start ist Anan Pan aus Singapur, die im vergangenen Jahr ihr internationales Debüt bei den asiatischen Juniorenmeisterschaften gab und erstmals in Berlin mit ihrem Lieblingshandgerät, dem Ball, punkten kann. I prefer ball because ball is a very fluid apparatus and there's a lot of chance for mistakes. So if I am able to perform it well, that means that I really tried my best that day. Die Beliebtheit dieses Wettkampfs zeigt sich auch im norwegischen Tromsø. Schließlich haben Maja Støbæk-Arthur und ihre Teamkameradinnen den weiten Weg auf sich genommen, um sich mit den besten Juniorenmannschaften zu messen. Und das zu Recht. Støbæk-Arthur hält die Konkurrenz wirklich in Atem. It was a long trip, but I think it was worth it, like to fly so far to compete and get the experience. Mit tänzerischer Leichtigkeit, gymnastischer Eleganz und einem internationalen Aufgebot vom Allerfeinsten geht das Juniorinnenturnier Berlin Team Masters des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes erfolgreich zu Ende.